Moin, meine lieben Zockerstachel, willkommen zu einer neuen Folge Story of Seasons. Und als erstes möchte ich einmal einen riesengroßen Dank an den guten Dr. Schmerzer rauslassen, der mir mal wieder Geld dagelassen hat. Ich muss euch das aber kurz mal vorlesen. Er hat nämlich geschrieben, ein höchst mysteriöser und extrem gut aussehender Wohltäter hat ja ein wenig Geld dagelassen und das ganz ohne Hintergedanken. Klar. Kurz danach hat er mich schon wieder vollgebrabbelt, welche Spiele ich spielen soll. Einfach so, unglaublich, aber wirklich wahr. Mit Geld kann man ja alles wieder gerade biegen, egal was. Das funktioniert immer. Jetzt klingt so ein bisschen wie eine Liebeserklärung aus der BDSM-Szene. Immer dein Dr. Schmerzer. Mhm. Nur mal so, vielen Dank dafür. Mega geil. Und wer sich jetzt denkt, ich würde ihn auch gerne unterstützen, den Vogel. Unten einfach mal in die Videobeschreibung gucken. Da findet ihr sehr viel Kram. Ihr könnt mich unterstützen. Ihr könnt auf meinen Discord-Server kommen. Link zur Playlist von Story of Seasons, falls ihr jetzt das erste Mal reinschaltet. Da würde ich mich natürlich auch noch über ein Abo freuen. Und wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch nichts mehr. So, Honig. Habe ich da jetzt noch was? Ich bin ja völligst... Eine Wolle habe ich noch. Wolle haben wir noch. Was haben wir noch? Irgendwas, was wir noch verarbeiten müssen? Zwei Eier. Ich weiß auch jetzt schon wieder gar nicht mehr... was wir letzte Woche noch so getan haben. Ich glaube, ich wollte in die Stadt wegen neuem Werkzeug. Deswegen habe ich den ganzen Kram ja auch schon in der Tasche. Nehmen. Dann haben wir wieder ein bisschen Honig. Hier müssen wir erstmal wieder eine Blume reinmachen. Da wollte ich mal gucken. Ich glaube, die sind mir ja verwelkt, ne? Ich hatte noch ein paar Blumen angepflanzt, aber das habe ich verrissen. So, einfach rein damit. Und dann gucken wir jetzt erstmal wegen der Tiere. Oh, erstmal wieder klarkommen jetzt hier, ne? Ist ja schon wieder eine Woche her. Ja, ich muss hier eh nochmal umbauen jetzt. Also ich habe überlegt, hier ist ja noch ein bisschen Platz. Hier werde ich vielleicht noch ein paar Bäume wieder wegnehmen, weil die Orangenbäume und sowas kann ich ja neu pflanzen. Außer ich glaube, die beiden sind ja Oliven. Die beiden, glaube ich. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Das hier ist auf jeden Fall noch ein Olivenbaum. Dann erweitere ich das Beet, wenn ich denn hier nochmal einen so einen geilen Sprinkler bekomme. Moinsen, genau, und hier wollte ich ja auch nochmal, also nee, bei euch jetzt... Oh Gott. Auf hier, danke. Ich wollte jetzt hier nicht meine Hühner schlachten. So, war's das? Ja. Hühner sind auch mittlerweile alle erwachsen. Können sie heute raus? Ja, ne? Ist ein sonniger Tag im Schnee. Im Winter. Endlich mal. Da können sie auf jeden Fall raus. Safe alle. Genau, ich hatte ja jetzt einen zweiten großen Stall. Genau, da wollte ich dann nochmal ein bisschen züchten. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Silo wollte ich auch noch. Genau.
neuen Viecher auf jeden Fall nochmal durchstreicheln, dass sie mal schneller ein bisschen fühliger werden. Weil sonst kann ich ja noch nicht züchten. So, ich muss echt erstmal. Irgendwie habe ich alles gerade. Also, es war auch wieder viel los am Wochenende. Viel gemacht. Wieder am Carport und so an der Baustelle. Es ist ja noch nicht hundertprozentig fertig. Ja. Das hier habe ich aber alles fertig. Dementsprechend alles gut. Bevor ich das jetzt mache, kaum noch was. Machen wir später. Heute Abend. So. Ich und mein falsches Knöppel drücken. Es wird nie aufhören. Was haben wir denn? Wir können ja mal daraus was machen. Milch kriegen wir schon geiles Zeug. Dann nehmen wir die. Die. Und die mit den höchsten Sternen, die können wir ja verkaufen. Nein, ich brauche Lehm für dich. Damit du auch wieder arbeitest. Kaufen wir die Eier hier in Stufe 4. Hier Stufe 5. Das verbrauchen wir nachher noch. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Holen wir uns mal eben noch kurz ein bisschen Lehm. Das so einfach wäre mit dem Leben, ne? Wir haben ja bei uns hier auch mal gebuddelt und wir haben ja nur Lehmboden. Eieiei. Schön ist anders, sag ich auch immer so. Na, da geht nichts rein, aber kann ich hier noch was machen damit? Mit den Blumen? Nee. Jetzt gehen wir einmal in die Stadt. Wie viel haben wir denn? Nur für einen, ne? Ich glaube, 10 Barren brauche ich. Ja. Eine Sache können wir. Aber wollen wir ja auch. Erstmal. Warum ist er denn heute mal da? Ja. Hey. Hey. So, Werkzeuge verbessern. Ich würde jetzt ja sagen, wir nehmen die Goldaxt. Erstmal. Tasche verbessert. Nein, ich habe die Goldaxt verbessert, nicht die Tasche. Gut, haben wir das? Brauchst du sonst noch was? Nein. Aber wir reden mit dir. Du hast Wasser abpumpen zur Kunstform da oben. Geht mir richtig ans Herz, wie geschickt du mit deinen Werkzeugen hantierst. Danke. Aber wir müssen uns jetzt hier langsam mal Freunde machen. Da habe ich mich ja überhaupt nicht so drauf konzentriert. Ich denke mal, überall, so in jeden Laden, in den wir reingehen, kann man ja so dann auch nochmal normal mit den schnacken. Also warte mal. Wollen wir mal zum Zimmermann. Der ist heute nicht da. Gut. Nutztier kaufen, Nutztier Zuchtset verwenden. Die gehen noch nicht, war klar.
Ich glaube, ich würde Rala gerne. Ja. Also, bekommen wir bald. Ich schreibe es mir mal eben auf. Rala, die zweite. So, dann hatten wir eben irgendwas. Haustier. Labrador, Bernische, Border, gestreift, Mischkatze, Glückskatze, mein Kuh. Wir können einen kleinen Wolf. Aber brauchen wir jetzt ja nicht. Ist zwar geil. Ich würde jetzt ganz gerne. Wir haben ja schon eine Katze. Schwarze Mischlingskatze. Schön wäre ja, wenn die weiße Pfoten hätte, aber. Man kann nicht alles haben. Also kaufen wir hier. Und ich könnte sie jetzt... Also, wir haben ja unsere erste Katze. Die habe ich genannt wie unsere Katze. Mietz. Oder Mietzkopp. Wie meine Frau sie gerne nennt. Unsere schwarze Katze heißt ja Bats. Weil sie so ein bisschen aussieht, als hätte sie eine Batman-Maske auf. Jetzt nenne ich sie entweder Bats oder auch den Spitznamen. Und das mache ich auch, weil der so... witzig ist oder süß ist, diese Katze heißt Schnulli oder Schnullikopp. Aber ich glaube, Schnulli sollte langen. Schnulli. So. Wesen einsam. Ah, die wird jetzt ja nicht so einsam sein. Wir sind ja... Oh, jetzt habe ich wieder was vergessen. Ich gehe nochmal rein. In letzter Zeit haben wir so viele Touristen. Jetzt kann ich nicht mehr behaupten, dass hier mehr Tiere als Menschen leben. Es ist schön, hier mehr Leute unterwegs sind. Aber ich hätte auch gern, dass es mehr Tiere gibt. Gerne doch. Wer möchte das nicht? So, Horse. Dann kaufen wir jetzt mal ein paar Blumen. Ich glaube, die werden ja nicht welk, oder? Da. Ich weiß nicht, wo der Blumenladen ist. Ich bin gerade verwirrt. Ist das Bistro oder nicht? Er muss ja doch hier sein. Ja. Es ist Montag, ne? Man sollte montags keine Aufnahmen starten, aber ich muss. Gegenstände kaufen. Da sind jetzt noch mehr los. Oder bilde ich mir das nur ein? Und, da man mir in die Kommentare geschrieben hat, jetzt, wo sie meine Frau ist oder meine Verlobte hier so nach dem Motto, kümmere ich mich nicht mehr um sie. Das lasse ich mir natürlich nicht sagen. Egal wie oft wir uns sehen, ich freue mich immer bei dir zu sein. Bist du bereit, auch den Rest des Tages anzupacken? Na klar. So, und ich habe noch Felgurit in der Tasche. Das heißt, ich würde gerne mal gucken, ob zufällig... Ganz zufällig jemand gerade Felgurit braucht, ne? Moment. Kann man trinken. Ja. Zack. Braucht irgendwie fast immer jemand, ne? Packerwolle und so, das ist... So, und ich glaube, das ist den Rest des Tages. Oder warte mal. Ich glaube, wir müssen dann nochmal in die Stadt.
glaube ich. Oh, die neue Katze ist da. Genau, wir haben da noch was zum Pflanzen. Und wir haben ja noch vier. Brauchen wir noch mal viermal Blumenkohl, genau. Das können wir auch noch mal holen, eben schnell. Übrigens Brokkoli, kein Blumenkohl. Im Dorf ist mittlerweile ganz schön was los. Ja, in letzter Zeit mehr Kundschaft. Vielleicht ist das Emsee da nicht so schlimm. Ja, ziemlich dunkle Stimme für so einen kleinen Jungen, wa? Fandet ihr nicht auch? Ich denke schon fast, als wäre er Pirat. Hey. Ach, ich hätte ihr noch Zeugs geben können hier. So, wir brauchen noch ein bisschen Holz. Einmal würde ich gerne die neue Axt gleich ausprobieren. So, dann haben wir nämlich noch eine über. Müssen wir nicht jedes Mal einkaufen. Ja. Einmal die neue Axt ausprobieren. Genau bei dem schlimmsten Holz. Da probieren wir das aus. So. Mega, was das für eine Range hat, das Ding. Oh ja, und das bringt auch richtig was. Ich habe überlegt, wie ich auf das Ding eingeklopft habe hier. Beim letzten Mal. Oh, guck mal, was haben wir denn da noch? Wir eben noch in der Vorschau gesehen, das Viech, ne? Ja, ja, wir überschreiben. Da haben wir nämlich schon das weiße Hermelin. Das ist doch auch schon mal wieder gut. Geht fix, ohne Scheiß. Komm, dann nehmen wir noch einmal. Er ist schon das andere Holz, ne? Aber ist ja egal. Ah ne, es ist gemischt hier gerade. Ja, stimmt. Wenn man sich die genauer anguckt, ist es gemischt. Mega geil. Die ist gut, die Axt. Die macht Spaß. Ja. Nehmen wir die nochmal mit weg hier. Sollten wir eigentlich erstmal genug Holz haben.
So, robustes Holz ist das, was am längsten braucht, ne? Glaube ich. Und dann machen wir hier noch ein bisschen Biegsames rein. So, fange ich jetzt schon mal ein bisschen an aufzuräumen. Damit es nicht wieder so spät wird heute. Wird auch richtig schnell verarbeitet, ne? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So viel, dass wir es gar nicht mehr alles verkaufen können hier. Kranker Scheiß. So, das lassen wir nochmal drinnen. Wir können morgen nämlich noch ein Werkzeug verbessern. Das kann jetzt mit weg rein. Mit weg rein! Eine Aussprache wieder da. Da erstmal safe jetzt. 8:30. Das lassen wir erstmal alles so, aber hier bauen wir, wie gesagt, nochmal um. Er wird dann nochmal hier. Kann ich die jetzt eigentlich schon machen? Oder habe ich die nur bekommen? Ne, ich könnte ihn auch machen. 10:53. Stimmt. Da wollte ich. Ja, dann machen wir das nach und nach. Das kann ich auch machen. Dafür brauche ich nur. Ein friedlich grüner Smaragd. Habe ich das schon? Nee, ne? Also kann ich das schon machen? Man weiß es nicht. Honigfertiger. Riesenziegelstein. Das ist der einzige bis jetzt. Das würde ich auch gerne nochmal irgendwann. Also mittlerweile kommt hier ja was. Was ich sagen wollte ist, ich wollte vielleicht hier nochmal ein großes Beet hinsetzen dann. Also so eins hier. Wenn es passt, muss ich natürlich erstmal durchrechnen. Wahrscheinlich. Nee, hier passen nur kleine hin, oder? Wird eng. Nein, ist eng. Boah, da müsste ich alles einmal rübersetzen. Also einmal die Kiste hier rüber. Dann setze ich das Beet ein rüber, weil das sind 1, 2, 3, 4, 5 und ich habe hier nur 4 zur Verfügung. Ja, wenn das ausgeblüht ist, kann ich das ja mal machen. Aber ich glaube, das Problem war auch, dass die Kiste hier nicht rüber wollte, ne? Wohl, jetzt anscheinend doch. Mal eben schon mal ausprobieren. Doch, würde funktionieren. Nicht schlecht.
bisschen machen wir das, ne? Nach und nach. Hier, damit ich schon mal weiß, was ich überhaupt machen will. Zack. Dann können wir das Beet einen rüberziehen und dann können wir zwei große. Der wird zwar versetzt sein hier. Erst ab hier losgehen. Das große Beet. 1, 2, 3, 4, 5. Also bis hier. Das ist ja gut. Das passt ja. Das hier wollte ich eh noch runtersetzen. Hier würde auch noch einer hinpassen. Ein großes. Cool. Jetzt gehen wir erstmal im Bett. Ja, Schnulli? So, kommt diese Woche noch was? Heute, morgen, 2, 3, 4, ja, am letzten Tag. Das ist das Angelturnier. Dann mache ich doch schon mal die Angelgold, oder? Gehen wir schlafen. Gucken mal, wir haben ja auch schon wieder ordentlich Umsatz gemacht heute, glaube ich. Ja. Fast 13 Scheine. Mega geil. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr neu seid, über ein Abo und aktiviert dann noch die Glocke, verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Bis denne!